die im Weg sind und die jetzt gerade keiner braucht. Okay. Hallo ihr Lieben, heute mal Location-Wechsel. Ich bin in unserem Schuhraum, denn ich schulde euch seit Anfang an ein Sneaker-Video. Leute, die mich irgendwie schon länger verfolgen, wissen, dass ich Sneaker sammle. Das heißt übrigens Sneaker und nicht Sneakers. Deswegen meine Top 10. Ich glaube, es sind 10 Schuhe. Es war total schwer, sich überhaupt entscheiden zu können. Also ich werde jetzt auch nicht irgendwie so die Hype-Sachen raussuchen. Da werden ein paar Hype-Sachen dabei sein, aber nicht, weil die Schuhe irgendwie jetzt irgendwie mega angesagt sind oder teuer sind, sondern weil ich den Schuh an sich einfach mega schön finde. Ich habe jetzt erstmal nur Sneaker. Ich muss dazu sagen, ich mag Schuhe an sich generell, ob es jetzt Buffalo Tower sind oder Elva Jordans. Schuhe sind einfach klasse. Schuhe sind meine Leidenschaft. Ich habe 2014 kaum Sneaker gekauft, weil ich mir an Silvester gesagt habe, nee, ey, komm, reicht langsam. Übrigens mein T-Shirt, Turnschuh TV, auch ein Kanal, das werde ich mal unten verlinken. Ich habe ja so eine Reichweite, ne? Ich muss den Jungs mal ein bisschen helfen, so Soulbox und Simon. Hallo. Ich glaube, die T-Shirts waren limitiert, sonst würde ich jetzt auch irgendwie einen Shop-Link unten hin machen, aber ich glaube, die gibt es nicht. Das war ein Geschenk. Ich glaube, hier steht irgendwo eine Zahl oder so. War da nicht mal was? Hat er nicht irgendwas erzählt? Ich weiß es nicht. Aber hier ist so ein cool, hier ist so ein cooles Etikettding. Ist ja auch egal. Als erstes hier Roche Run. Also es ist jetzt nicht geordnet oder so. Es ist jetzt nicht mein All-Time-Favorite, sondern obwohl ich habe den ganz oft angehabt. Das ist ein ID. Einfach nur komplett schwarz. Alles schwarz. Roche Run ganz normal. Das Lustige ist, ich glaube, kurz danach kam der Schuh im Triple Black Pack von Foot Locker raus. Ich wollte den aber trotzdem unbedingt haben. Ich wusste, dass es ein Release geben wird und ein Kumpel von mir, der bei Nike arbeitet, meinte auch so, hol dir den nicht. Aber ich glaube, dass der von Foot Locker irgendwie anders war vom Stoff. Also ich wollte wirklich den Stoff haben und nicht so, es gibt doch einmal so Mesh-artig und das ist so Mesh und das andere ist so Stoff. Den habe ich, die habe ich ganz oft letzten Sommer angehabt, eigentlich nur noch, weil die halt auch, die kannst du im Winter nicht tragen, da kommt so viel Luft durch, kannst zerknicken. Richtig guter Schuh und passt halt zu allem. Also dadurch, dass ich eh immer schwarz trage, bester Schuh. Dann bleiben wir gleich mal bei Foot Locker und diesem Black Pack Triple Ding. Huarachi, auch einfach komplett schwarz und das war nämlich von diesem Release. Also das gab einmal, glaube ich, Roche Runs und einmal die hier. 2014. Letzten Sommer, glaube ich. Es war Sommer auf jeden Fall. Da kam die. Ich habe das Modell gehasst, weil das ist hinten halt so, was soll das? Die Hacke ist irgendwie so und dann geht das so ganz komisch. Aber das ist so ein Schuh, den musst du am Fuß sehen und dann findest du den auch richtig gut. So, wenn der irgendwie rumliegt, dachte ich mir auch immer so, boah, nee, ey. Und warum kaufen sich den Leute? Das sieht aus wie ein Behindertenschuh. Das war jetzt nicht PC, ne? Ist auch egal. Es gab den OG. Der OG kam raus, also die OG, die Farben mit dem Colorway. Orange, grün und lila, pink oder blau, pink. Das kam 2013 raus und da fand ich die so hässlich. Und dann habe ich die aber an den Füßen gesehen, also von anderen. Und habe mich richtig geärgert, dass ich die nicht gekauft habe. Deswegen jetzt hier mein erster Huarachi, den habe ich mir dann geholt. Ich wollte den, glaube ich, den gibt es auch noch in ganz weiß. Aber naja, ich hatte meine Schwarzphase. Habe ich immer noch, aber ist auch gut. Ich mag halt einfach einfarbige Schuhe. Dann der Elva Jordan. Kam Dezember 2012, kurz nachdem der Schuh quasi überall ausverkauft war, kam Ella auf die Idee, ich brauche unbedingt diesen Schuh, ohne diesen Schuh kann ich nicht leben. Und ich habe, glaube ich, wirklich 1-2 Jahre dafür gebraucht, ich weiß gar nicht, Sneakerness habe ich mir den gekauft, aber nicht bei der letzten, bei der vorvorletzten Sneakerness habe ich mir den gekauft. Es war einfach mega schwer, weil den Schuh gibt es halt entweder in 40 oder in 38, so die Mitte gibt es nicht. Also ich habe ewig gebraucht, eine 6,5 zu finden, habe sie endlich gehabt. Und ich hatte auch nur Glück, weil ich bei der Sneakerness selbst einen Stand hatte und wir deswegen eine Stunde vorher auch die anderen Stände abchecken konnten. Und das war wirklich der einzige, den die hatten. Und ich so, boah, unbedingt, egal. Und der war auch eigentlich gar nicht so teuer. Ich glaube, ich hatte echt einen guten Deal abgekriegt. Ich weiß es gar nicht mehr, wie viel ich für die bezahlt habe. Ich hatte den dann und habe den dann nie getragen. Das ist wieder so typisch Edda. Das habe ich ganz oft. Ich
töte für einen Schuh, dann habe ich ihn und trage ihn nicht. Ich muss sagen, ich habe ihn nicht getragen, weil ich Angst hatte, dass er schmutzig wird oder so und ich ewig gebraucht habe, sondern ich hatte den einfach im Schrank. Es hatte dann einfach irgendwie nie gepasst. Ich finde Jordans irgendwie so ein bisschen kompliziert. Es muss irgendwie gerade passen. Man muss irgendwie Bock auf den Schuh haben. Und das war danach einfach nicht. Ich glaube, ich habe den erst Ende letzten Jahres das erste Mal getragen. Ich hatte den auch ganz oft mit, wenn ich unterwegs war und habe den halt echt nie angehabt. Ich hatte dann echt so 3-4 Schuhe mit und habe mir halt auch wirklich die Outfits dabei gedacht und so. Habe ich nie angehabt. Der ist jetzt aber ein paar Mal getragen, sieht nicht so aus, sieht eigentlich ganz gut aus noch. Ja. Bleiben wir bei hohen Schuhen. Reebok High. Ganz normaler, klassischer Schuh. Die sind mega schmutzig. Ich bin dann noch zur Schule gegangen, als ich den gekauft habe. Das ist bei mir, wo ich herkomme, quasi der Billig-Jordan. Also wenn man Bock auf Jordans hatte, dann haben die Eltern gesagt, nee, Jordans sind voll teuer. Guck mal hier, die sehen doch so ähnlich aus. Und bevor du dir in der Türkei irgendwie Fake-Jordans holst, holst du dir lieber Reebok. So war das jetzt bei uns oder in meiner Gegend. Die haben alle. Reeboks kannst du immer wieder nachkaufen. Das ist so, ich würde den gern nochmal holen. Der ist mir viel zu groß, der ist total verschlammt. Ich mache den auch gar nicht mehr richtig sauber. Ich ziehe den wirklich, ich habe den angezogen, als ich sprühen gegangen bin damals. Der glitzert auch, ich weiß gar nicht, warum da Glitzer dran ist. Ich will es auch irgendwie gar nicht wissen. Ich habe die auf Tour angehabt, als ich mit meinem Mann auf Tour war, weil die halt einfach, ey, das sind so Ranzschuhe, da kannst du machen, was du willst. Und der perfekte Übergang zu den Reebok-Schuhen. Ja, einfach nur Reebok Classic, ganz normal. Auch richtig typischer Schuh hier aus der Gegend, hat jeder, kann sich halt auch jeder leisten. Das ist halt kein Nike-Schuh. Nike ist einfach teuer. Mann, kokett. Sag hallo. Hallo. Und jetzt geh. Geh. 60 Euro, glaube ich, kostet ein Reebok Classic. Ich habe mir immer wieder ein neues Paar geholt. Ich liebe es, diese Schuhe in ganz weiß, ganz neu, frisch aus der Box anzuziehen. Das ultimative Gefühl. Und sobald dann so ein kleiner Fleck ist, denke ich mir so, oh, ich kann mir einen neuen holen. Ist mein drittes Paar oder so. Immer wieder über die Jahre. Wie gesagt, Reebok war damals die perfekte Alternative für Air Max. Da haben die Eltern immer noch gesagt, ja, ist okay. Man muss es auch irgendwie nachvollziehen können, weil es ist immer das Geld meiner Eltern gewesen. Wenn ich jetzt so doof bin und mein ganzes Geld für Schuhe ausgeben will oder für Klamotten, mache ich das. Aber wenn Eltern das nicht einsehen, dann muss man das halt auch verstehen. Passt zu allem. Selbst wenn man komplett schwarz gekleidet ist, kann man diese weißen Schuhe anziehen und das sieht dann so, wow, okay, cool. Obwohl, dafür braucht man dann eine weiße Tasche, ne? Bei mir müssen immer Schuhe und Tasche dieselbe Farbe haben. Ich habe das irgendwie so beigebracht gekriegt. Kommen wir zum ultimativen Hype-Schuh, der Patapara. Ja, ich habe sie mal getragen. Ich habe sie nicht für den Schrank gekauft. Der Schuh kam am 13.03.2010 raus. Ich weiß es auch nur, weil ich am 12.03. Geburtstag habe. Von einem Designer, keine Ahnung. Muss man doch alles gar nicht wissen. Zum 5-jährigen Jubiläum von Pata, dem Laden aus Amsterdam. Hier, das ist total süß. Man das? Nee, ne? Da drin. Ich kann den Hype schon verstehen. Ich finde es halt krass, dass Menschen dafür über 1000 Euro zahlen mittlerweile. Ich glaube, ich habe den mal für 1300 gesehen und ich dachte mir, so ist nicht dein Ernst. Ich würde niemals über 1000 Euro, ich würde auch keine 1000 Euro zahlen. Ich kenne, glaube ich, Menschen, die 1000 Euro gezahlt haben, deswegen möchte ich nicht abfällig reden. Ich hasse es, in der Sneaker-Szene zu sagen, du hast 600 gezahlt. Naja, ich würde ja nicht über 500 gehen. So, ey, komm. Soll jeder machen, was er will. Wenn jemand den für 2000 kauft, ja okay, dann hat er den halt für 2000 gekauft, weil er genug Geld hat und ihm scheißegal ist, ob er falschen muss oder nicht. Also jeder soll machen, wie er will. Meine Grenze wäre auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wo meine Grenze ist. Das ist meine Grenze 1000. Ich habe auf jeden Fall keine 1000 dafür gezahlt, so ist es nicht. Ich hatte mega Glück, weil ein Kumpel die gesehen hat bei eBay UK und meinte, hier, die will ich holen und dann verkaufen. Und dann meinte er so, ey, aber wenn du den unbedingt haben willst, dann hol den. Aber wenn du den verkaufen willst und damit Geld machen willst, dann gib ihn mir lieber wieder. So, weil er den ja quasi entdeckt hat. Hab ich gesagt, okay, Deal. Ich wurde danach auch ein paar Mal gefragt, ob ich den verkaufe und nein. Was ich aber eigentlich sagen will, der Schuh hat auf jeden Fall total viele süße kleine Details. Also es gibt blaue Schnürsenkel dazu, innen auch blau. Und dann hier das mit dem Logo, auch blau. Auf der Seite blau, auf der Seite nicht. Und halt diese Regenbogenfarben. Einfach richtig schöner Schuh. Hier auch ganz andere Materialien.
und hinten auch bunt. Als ich mit Sneaker sammeln und so angefangen habe, fand ich den mega schön, hatte noch gar keine Ahnung von irgendwas und meinte so, oh, ich will unbedingt diesen Burgundi. Und alle so, ist nicht dein Ernst, der ist mega teuer, und haben mich halt total belächelt und meinten so, als ob, weißt du. Ich muss auch sagen, als ich den hatte, war das dann auch so, okay, jetzt mache ich erstmal eine Pause. Ich habe den Schuh, weswegen ich quasi angefangen habe. Es reicht jetzt erstmal. Nicht, dass ich irgendwie Geldprobleme hatte danach oder so, sondern einfach nur so, okay, das ist halt so Holy Grail mäßig und das dauert dann auch wirklich lange, bis ich dann wirklich einen Schuh gefunden habe, wo ich sage, okay, so viel Herz stecke ich auch jetzt in den nächsten Schuh, den ich unbedingt haben will. Ich bin nicht so der Mensch, der dann wirklich alles abarbeitet und sammelt, sondern wenn da mein Herz dran hängt, dann suche ich den ganz lange, überlege auch und so, und wenn ich den habe, dann ist es erstmal so, okay, Ruhe, einatmen, ausatmen. Da merkt man auch, was die Zeit und der Hype so anrichtet. Den Captain Blue, ganz normaler G-Lite 3, Riesenhype um nichts. Da haben Leute richtig Stress gemacht und wollten irgendwie mit Liste und hier und da, hallo, das ist zwar ein ganz normaler Release, aber es ist halt manchmal so, ne, Hype um nichts. Wunderschöner Schuh, gerade für Frauen, der schmeichelt dem Fuß total, weil der halt wirklich kleine Füße macht, ja. Dann einer der wenigen Releases 2014, den ich mitgemacht habe, der, ich zeig mal die Packung, ich finde das so schön, Koyo. The Good Will Out und Koyo. Thema des Schuhs war der Herbst in Japan. Hier, da ist sogar noch die Karte. Ich habe die Schuhe, glaube ich, draußen noch gar nicht angehabt. Ich habe den auch echt durch Zufall noch gekriegt, weil eine Freundin gesagt hat, sie hat den. Und ich glaube, sie hatte den doppelt oder so. Man hat sie ja. Ja, Laces hier. Wunderschöner Schuh. Ich mag halt wirklich, ne, Patapara, ich mag diese Farbe einfach, ne, egal Hype oder nicht. Wunderschöner Schuh, wenn man hier reinguckt. Ich weiß halt leider nicht, ob man das jetzt wegen dem Licht sieht. Da sind so Blätter und auch so rot. Und man sieht auch hier, das sind halt so richtig Details. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Von dem Material, das ist wie Blätter. Ich weiß nicht, ob das Leder ist oder was das ist. Das ist halt relativ hart. Ja, wunderschöner Schuh. Kann man mal gucken. Passt auch zum Herbst. Ich habe ihn nicht im Herbst angehabt. Gut, die Farbe ist halt einfach wunderschön. Da ist egal, wann was. Aber es hätte auch wirklich gepasst, hätte ich den mal angehabt. Dann kommen wir zum Snowflake. Auch wir bleiben wieder bei Essig. Den wollte ich eigentlich gar nicht holen, weil ich halt 2014 ein bisschen runterschrauben wollte. Ich war mit meinem Mann auf Tour und dann waren wir in München und da war Adrian Bianco, falls du das siehst. Wirst du wahrscheinlich nicht, aber ist auch egal. Der hat nämlich auch noch in einem Laden gearbeitet und dann haben wir den besucht und dann war der da und dann hätte ich halt auch Prozente kriegen können und dann habe ich gesagt, naja, okay, komm, nimmste. Ich fand den ja auch schön, so ist es nicht. Also ich wollte den jetzt nicht holen, weil ich den irgendwie hässlich finde, sondern weil ich dachte, nee, komm, du hast genug und 2014 wolltest ja mal ein bisschen raus aus dem Game. Naja, jetzt habe ich ihn. Was ich halt lustig finde, ist, dass immer total helle Schuhe verkauft werden im Winter, weil Snowflake und Schnee und so. Aber ganz ehrlich, diesen Schuh kannst du nicht tragen im Winter. Das ist einfach Katastrophe, wenn es schneit und Matsch und bla bla bla. Achso, hier sind auch noch so Schneeflocken zu sehen, sieht man wahrscheinlich nicht. Ich habe den halt nicht angehabt bis jetzt. Ich muss mal gucken. Ich sehe das erst jetzt. In dem Licht sieht das lila aus. Ich dachte immer, das ist lila, ne? Lila und so. Hellblau. Ich mag super gern einfarbige Schuhe. Und klar, ist jetzt nicht nur eine Farbe, aber der ist halt relativ schlicht und passt halt wirklich zu allem. Beziehungsweise, wenn ich komplett schwarz anhabe und dann die Schuhe anhabe. Ich mag das, wenn ich irgendwie komplett schlicht gekleidet bin und die Schuhe dann einfach nur dafür sprechen. Andere kaufen sich irgendwelche Statement-Ketten und haben dann so richtig viel am Hals dran. Nee, ich mag einfach nur ganz schlichte, aber auffällige Schuhe. Auch einer der wenigen Schuhe, die ich gekauft habe 2014. Das ist jetzt viel mehr, als ich dachte. Aber der erinnert mich total an meine Hochzeit, weil der Schuh rauskam, als wir geheiratet haben, beziehungsweise wir haben den bestellt und als wir in den Flitterwochen waren, kamen die an. Der G-Lite 5 von Ronnie Fike. Ich habe immer Ronnie Fike gesagt, bis er mal ein Bild hochgeladen hat, wo er Ronnie oder ein F und so ein Auge und im Englischen sagt man ja I und ein G, also Fike. Ne? Wir Deutschen mal wieder, ne? Ronnie Fike, IE, nee, eben nicht. Den habe ich ehrlich gesagt nur geholt, weil ich den G-Lite 3 haben wollte, also quasi das Original, den Mint. Der hat es ja quasi nochmal rausgebracht in G-Lite 5 und ich war mega enttäuscht. Ich kam aus den Flitterwochen, habe mir den angeguckt und dachte so, nee, oder? Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Die Farbe ist ganz anders. Generell, die Farbe war auch überall irgendwie, ich habe keine Ahnung, der spielt gerne mit Photoshop rum, ne? Falls du das siehst, Photoshop, was los? Ich will ja den Schuh, den ich da sehe, dann auch so haben. Ich habe es bereut. Ich hätte gerne den
Cove geholt. Mein Mann hat den Cove. Ich werde mir den Cove wahrscheinlich jetzt auch bald einfach kaufen, weil ich jetzt gerade merke, wie frustriert ich bin. Gut, oder ich kaufe mir halt das Original, weil wirklich, also Material und die Farbe, das ist anders. Das ist ein anderer Schuh irgendwie. Ich werde ihn aber trotzdem auf jeden Fall behalten, weil, wie gesagt, das war halt letztes Jahr auch genauso die Zeit, ne? Ich habe ja am Wochenende Hochzeitstag. Dann als letztes den hier. Jetzt werden alle sagen, ja, okay, aha, warum? Der kommt doch jedes Jahr einmal raus. Der History of Air. Ja, die Schuhe, die ihr da zu Hause habt, sehen genauso aus. Grau, blau, weiß, Air Max 1. Aber der ist aus 2005, 10 Jahre alter Schuh. Hält sich aber noch richtig gut. Das ist halt echt einer der wenigen Air Max, also 2005, die rauskamen. Shape geil und die Materialien halten auf jeden Fall richtig gut. Alle, die vorher rauskamen, waren eher so schwierig, aber den kann man sich wirklich gönnen. Genau die Woche kam ja bei Footlooker, glaube ich, halt auch die beiden Schuhe, also der oder der rote, konnte man sich aussuchen. Lustigerweise trage ich kaum noch 1er Air Max, aber ja, OGs, ne? Die Farben. Das waren jetzt meine Top-Sneaker. Ich wurde die ganze Zeit gefragt, zeig mal deine Sneakersammlung, das geht nicht. Das Ding ist, es geht wirklich von hier unten bis da oben und dann stapeln sich hier oben noch so Kartons. Ich zeig euch das. Moment. Seht ihr das? Da geht's noch weiter. Ich kann vielleicht einen zweiten Teil abdrehen, aber schreibt mir einfach drunter, wie ihr das fandet. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil ich euch jetzt einfach nur Schuhe zeige und sage, guck mal, das habe ich. Und euch vielleicht ein bisschen erzählen kann, was ich damit assoziiere. Das ist halt so ein Spartenthema. Es gibt ja Menschen, die können mit Sneaker gar nichts anfangen. Ich finde es ein bisschen unangenehm, wenn Fashion-Blogger sagen, ich bin ein Sneakerhead. Oder wenn sie halt YouTube-Videos machen und Schuhe in die Kamera zeigen und sagen, ha, der war limitiert. Nee, das war ein ganz normaler Release. Und den Schuh gibt es halt einfach nur nicht mehr in diesem Colorway, ne? Aber okay, limitiert. Okay, alles klar, limitiert. Wir brechen jetzt ab. Das war ein Teil meiner Sneakersammlung. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich überlege mir dann, ob ich einen zweiten Teil mache, weil ich gerade wirklich merke, dass ich halt wirklich noch ein paar Schuhe habe, wo ich denke, ah, die hätten da eigentlich rein müssen. Aber gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Leute, die unbedingt meine Sneaker sehen wollten, sind jetzt nicht komplett enttäuscht, weil sie nicht alles sehen konnten. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr Sneaker mögt, wenn ihr mich mögt, wenn ihr YouTube mögt. Macht's einfach. Bis dann. Tschüss.